Es ist der 10. November. In 7 Tagen kommt Pokémon Ultramond und Pokémon Ultrasonne auf den Markt, in den Handel. Ich werde es kaufen und Let's Playen. Pokémon Ultramond habe ich vor, im Let's Play mit euch zu zockern. Hier als Spezial eine Woche vor Release von Pokémon Ultramond möchte ich hier heute nochmal im Kampfbaum mich wagen und mich fordern und besiegen lassen. Ja, das wird passieren. Haben wir 3 Damen, die uns etwas schenken, also gegen verkaufen wollen, gegen Gewinnpunkte. Hallo und willkommen bei der Gewinnpunkte-Tauschbörse. Möchtest du deine Gewinnpunkte gegen Preise eintauschen? Ich habe noch keine Gewinnpunkte, nicht wirklich. Ja, 0 habe ich. Achso, ich habe 2 Gewinnpunkte. Irgendwie habe ich da schon mal was gemacht. Ja, hier gibt es jede Menge Krams zu kaufen, auch links und rechts bei den Damen. Ich habe noch keine Gewinnpunkte. Ich muss noch ein paar Gewinnpunkte bekommen, um mir was leisten zu können. Deshalb, ja, würde ich mal sagen, lassen wir uns herausfordern. Herzlich willkommen im Kampfbaum. Wonach steht dir der Sinn? Nach einer Herausforderung. Welche Kampfart möchtest du dich gerne versuchen? Wir gehen doch gleich mal in die Vollen und nehmen den Multikampf. Du möchtest dich also der Herausforderung des Multikampfes stellen. Joa, ich will es heute mal ausprobieren. Willst du die Herausforderung mit einem Freund bewältigen oder einen Link-Kampf erstellen? Nein. Ich wollte gerade sagen, oder und dann nein und ja. Das wäre sehr komisch. Bitte wähle die Pokémon aus, die teilnehmen sollen. Hey, 2 Pokémon können teilnehmen. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, mach ich nochmal vorher. Du hast das Spiel gespeichert. Bitte wähle deinen Partner aus. Joa. Oh, ich hoffe mal, ich kann mich auf dich verlassen. Okay, siehst du jetzt mein Partner? Partner Izumi, oder wie sie hieß. Es ist los, auf den Multikampf und vergiss nicht, hier wird in Serie gekämpft. Unterschätzt mich nicht. In der Schule gibt's niemanden, der mit mir das Wasser reichen kann. Ich habe steile Gebirgsketten überwunden, um hierher zu kommen. So sieht's aus. Joa, dann geht's mal in den ersten Kampf hier im Kampfbaum, im Multikampf. Winfried möchte kämpfen. Knirps Paul möchte kämpfen, zusammen mit Winfried. Ein Bibo und ein Dragoran. Jetzt haben wir hier John und einen Stein. Ein Tantora, so ähnlich. Dann würde ich mal sagen, Flammenblitz auf das Bibo. Das dürfte doch sehr effektiv sein, wie es im unteren Bildschirm gezeigt wird. So. Mal hier an dieser Stelle die Frage. Freut ihr euch auch schon auf Pokémon Ultramond und Ultrasonne? Ich tue es sehr. Es wird eine spannende Erweiterung zu Pokémon Sonne und Mond. Ich werde, da ich Pokémon Sonne schon Let's Played habe, jetzt Pokémon Ultramond Let's Playen, damit auch dieser Unterschied da ist. Wenn ich mir das Lunala, das Mega Lunala, dieses Ultra Lunala oder wie das irgendwie heißt, so tief bin ich da noch nicht reingegangen in die Materie. Ich wollte mich nicht sehr spoilern lassen, deshalb habe ich nicht so viele Trailer geguckt wie andere so. Deshalb bin ich da noch relativ uninformiert. So. Bei der Level 50 hier. Die Z-Kraft versuchen wir auch mal auf Dragoran hier. Steinkante setzt das Stein-Pokémon ein. Genau. Und wird gleich geblitzdingst hier. Paralysiert. Und ich mit meiner Z-Attacke. Ja, das war ein bisschen blöd hier. Das ist schon fast geschwächt, aber
schon fast Game Over. Aber da können wir es ja auch nochmal sehen. John hüllt sich in Z-Kraft. Und setzt die Z-Kraft ein. So. Ich freue mich sehr auf Pokémon Ultramond. Tut hier es. Sagt es mir oben in der Abstimmung. Da habe ich sehr wahrscheinlich ein Infokärtchen verlinkt. Könnt ihr darauf abstimmen, wie sehr ihr euch darauf freut. Oder schreibt es mir in die Kommentare. Macht, wie ihr es wollt. Dark Lariat auf den Ebene Voltec. Sieht doch sehr gut aus gerade für das Team. Zumindest im ersten Kampf jetzt hier. So, Attacke. Zur Hälfte geschadet. Okay, der macht seine Attacken, ich mache meine Attacken. Ja, wie ihr vielleicht irgendwie in der Stimme schon gehört habt, spreche heute so extrem nasal. Ja, ich bin etwas erkältet. Ich produziere das auch schon vor, da ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag weg bin. Also ich weiß nicht, wann ich das hochlade, aber wahrscheinlich in dieser Zeit. Doch, ich weiß, wann ich es hochlade, am 10. Sorry, am 10. Und dann bin ich auf jeden Fall weg. Da bin ich beruflich verreist und deshalb kann ich da kein Video hochladen, deshalb dieses Video jetzt vorproduziert. Ja, Pokémon Ultramond erwartet euch. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Dark Lariat nochmal auf den hier. Auf den Zubiris. Ich erhoffe mir von Pokémon Ultramond ein bisschen, ja, Erweiterung sozusagen zu Pokémon Sonne. Dass es dort dann neue Pokémon gibt, also neue Ultra-Bestien, neue Stadien und auch so ein bisschen neue Arenen und eine neue, es soll ja so eine neue Story geben, eine komplett andere Storyline. Da bin ich sehr gespannt drauf, also und ich hoffe sehr, dass das halt kein neues Pokémon Platin wird. Meine ersten Pokémon-Editionen waren Pokémon Diamant und Pearl, also beziehungsweise Pokémon Diamant und Pearl habe ich mir nicht gekauft. Und dann hatte ich mir dann irgendwann einfach, weil ich dachte, es ist gut, Pokémon Platin gekauft. Ja, Pokémon Platin ist dann natürlich, wenn du Pokémon Diamant gespielt hast, eine schwere Enttäuschung. Aus dem Grund, weil es einfach relativ wenig bis fast nichts neu erfindet. Also es einfach übernimmt, nur die Arenen sind neu und nichts passiert. Also das war ein klassischer Fehlkauf. Pokémon Platin zu kaufen, wenn man Pokémon Diamant schon hat. Pokémon Platin ist sehr edel, also kann man, das muss man dem schon zuerkennen, aber man sollte sich auch dann auch entscheiden, ob man Pokémon Diamant und Pearl kauft oder Pokémon Platin. Also oder ist halt das wichtige Wort. Ich würde halt deutlich dazu empfehlen, Pokémon Diamant und Pearl zu kaufen, weil es ist halt älter und schöner und besser meiner Meinung nach. Ich bin ein großer Fan von Pokémon Diamant, weil mein erstes Pokémon-Spiel. Ja, man kann sich natürlich auch Pokémon Platin besorgen und das ist dann auch sehr schön, ist an sich eine sehr schöne Erweiterung und eine hat sehr gute Punkte, die man halt auch positiv nennen kann. Aber man sollte halt nicht wie ich, und ich erhalte einen GP, einen Gewinnpunkt. Zweiter Kampf in Serie, weiter geht's. Man sollte es halt nicht nacheinander spielen, man sollte halt nicht erst Pokémon Diamant spielen und dann direkt hinten dran Pokémon Platin sich besorgen. Dann wird es wohl eine sehr große Enttäuschung geben und ja, das ist dann eher schlecht als recht, dann weiß man Pokémon Platin auch nicht richtig zu schätzen. Also, um es kurz zu fassen, Pokémon Diamant und Platin sind beide sehr gute Spiele, aber als Nachfolger untereinander sind sie, nun ja, eher schlecht als recht. Ich hoffe,
Ich erhoffe mir von Pokémon Ultramond Besseres. Ich erhoffe mir von Pokémon Ultramond, dass es ein sehr individuelles, ein besseres Spiel wird und etwas Neues macht. Was hundertprozentig Neues, eine neue Story, eine neue Haupt-Pokémon-Sache. Neue legendäre Pokémon, die haben wir ja schon gesehen in den Trailern. Diese schwarz ummantelten Pokémon. Diese besetzten Pokémon. Von diesen dunklen Wesen. Neue Hintergründe halt auch, dass es halt wirklich sich neu erfindet als Spiel. Zwar irgendwie noch die Region von Pokémon Sonne, also Alola, behält. Aber sich auch nicht sagt, kopieren wir das meiste und setzen zwei, drei Sachen mit dazu, denn das wäre dann doch sehr schade. Ich werde sehen, dafür kaufe ich es mir, dafür ist Let's Play da, dafür sind Let's Plays erfunden worden, dass ihr es bei mir euch anschauen könnt und halt sagen könnt dann auch, ja, kaufe ich mir, kaufe ich nicht. Ich gebe sehr selten Kaufentscheidungen und Kaufempfehlungen raus. Kaufentscheidungen? Nee, ich kann mich dafür nicht entscheiden. Und Kaufempfehlungen gebe ich sehr ungern und sehr selten raus. Aber durch ein Let's Play kann man ja dann auch sagen, ja, gefällt mir, was ich sehe, kann man kaufen. Kann man machen, kann man spielen. Ich mache ja keine Werbung für die Spiele, ich spiele die ja nur als Abenteuer. Das sind das letzte Abenteuer für meine eigenen Aktionen. Also nicht Werbung, sondern ein gemeinsames Abenteuer. So ist es. Von Team Sky. Die sieht ziemlich aus wie Team Sky. Ich habe übrigens im ganzen Let's Play hier, im letzten Parts hier von 1 bis, wie viel hat's? 67 Parts hier. Team Skull einfach als Team Skull ausgesprochen. Ja gut. Ich wusste es auch dann zwischendurch mal, glaube ich. Ab Part 20 wusste ich dann, glaube ich, dass es Team Skull heißt. Nicht Team Skull. Ich sagte, glaube ich, schon mal, dass mein Englisch sehr schlecht ist. Aber ich habe es dann auch einfach weitergeführt, weil er wäre dann schon ein bisschen bekloppt gewesen, dann in den letzten 5 Parts dann Team Skull zu sagen, statt Team Skull. Wenn ich die ganze Zeit schon Team Skull gesagt habe. Ich kann nicht versprechen, dass das besser wird in Team Skull von jetzt habe ich den Faden verloren, dass das besser wird in Pokémon Ultramond. Das kann ich nicht versprechen. Es ist natürlich immer noch so, dass ich da fehlerhaft bin. Ich bin ein Mensch, das passiert. Menschen sind fehlerhaft. Da Klariat auf das letzte Pokémon in diesem Kampf. Und dann wird mir auch sowas mal passieren, vor allem wenn neue Sachen dazu kommen. Ich werde mich anstrengen, Team Skull als Team Skull zu bezeichnen. Aber ja, vor allem was ich hoffe, was ich auch erwarte, dass halt neue Sachen dazu kommen, dass auch neue Teams dazu kommen, dass halt vielleicht auch neue Charaktere dazu kommen, neue Endgegner, die dann auch vielleicht nicht richtig benenne. So, da haben wir den zweiten Kampf. Was für ein Hitze, jetzt du, ich verloren habe, fühlt es sich schon gleich doppelt so heiß an. So, da haben wir den zweiten Kampf. Du hast einen Gewinnpunkt. Das ist ja ordentlich. Als nächstes folgt dein dritter Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Na klar doch. Weiter geht's, bis wir verlieren. Wir arbeiten uns hinauf, so lang es geht. Mir ist egal, wenn es nicht nur flüchtig, aber ich möchte mich verlieben noch einmal. Ach du Schande. Der Dialekt hier, den hätte ich aussprechen müssen. Ach, ich lese das nicht davor. Ja, heute mal ein bisschen labern. Im Video. Ja, ist ja ein Special. Ist halt
außerhalb des Let's Plays, außerhalb der Let's Play-Reihe. Let's Play-Reihe habe ich schon beendet, die ist schon lange ausgestanden und das Fazit ist schon gekommen vor zwei Parts. Ja, ich habe schon mal ein Special gemacht zu Pokémon Sonne. Das ist jetzt wirklich das letzte Special zu Pokémon Sonne, der letzte Part. Versprochen. Danach kommt Pokémon Ultramond, da habe ich dann keine Gründe mehr, noch einen Special Part zu machen. Sei denn, es kommt irgendwann ein Let's Play again. Dann werde ich das nochmal von vorne spielen. Und dann ist das dann ein neuer Playlist und dann werdet ihr hier nicht nochmal so etwas sehen wie einen neuen Zwischenpart, einen neuen Extrapart. Dazu wird es nicht mehr kommen. Ist es auch mal gut. In 7 Tagen kommt sowieso das neue Spiel raus und dann freue ich mich sehr auf diese neuen Herausforderungen von Pokémon Ultramond. Okay, da ist wohl nicht viel passiert. Die Puppe hat ihn beschützt, nur Rotom, und nicht geschadet durch den Rückstoß. Er hält sich selbst wieder ein bisschen. Ja. Ach ja, was ich noch unbedingt einsagen muss, in Pokémon Ultramond wird es keine Nuzlocke-Regeln geben. Wird kein Nuzlocke benutzt werden. In Pokémon Sonne habe ich ja Wetlock benutzt, den Heiratslock. Und das hat mich manchmal sehr zum Verzweifeln gebracht. Da habe ich dann gesagt, ich lasse es lieber und habe die Nuzlocke vernachlässigt. Deshalb, vor allem aus diesem Grund, habe ich dann gesagt, ich will Pokémon Ultramond genießen, will das Spiel an sich erleben. Bringt ja, wie es angekündigt wurde von Nintendo, sehr viele Neuerungen mit, eine neue Story und so. Dann will ich das dann auch an sich erleben und brauche das nicht mit irgendeiner Nuzlocke aufzufrischen und zu verbessern und spannender zu machen. Porygon Z. Okay. Besiegen wir Porygon Z. Einmal den Hyper Dark Crusher. Nimmt erstmal die Donnerwelle ein. Ja, sie, die Trainerin. Konfustrahl. Setzt eventuell nichts ein. Okay, ich werde hier von allen Seiten mit Psycho-Attacken bombardiert. Bin verwirrt und paralysiert. Na komm. Hyper Dark Crusher. Instaim ist John Cena. Ja. Was meint er, warum ich den John genannt habe? Hyper Dark Crusher. Genau wegen dieser Attacke. John Cena. Ba, 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 ba. Als wäre es gewollt von Nintendo. Komm, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht. Und die Robin Hood-Attacke von dem. Ja, von dem Bautz-Entwicklungszeugs. Ach ja, vielleicht ist das ein bisschen zu großer Spoiler für alle, die Pokémon Ultramond gucken wollen. Also, alle, die sich auf die Story einlassen wollen, die hören jetzt mal kurz weg für knapp eine Minute. Ich werde es mir als Starter-Pokémon in Pokémon Ultramond das Bautz-Pokémon nehmen. Ja, ist irgendwie logisch, weil Flamiao jetzt mein Starter-Pokémon war in Pokémon Sonne und wird Bautz jetzt mein Starter-Pokémon in Pokémon Ultramond sein. So viel schon mal gesagt. Robball wird da ausgegrenzt werden. Der arme Robball wird von mir gemobbt. Ja, das Wasser-Pokémon mochte ich noch nie wirklich. Eigentlich das Pflanzen-Pokémon auch nicht, aber ich mochte das Pflanzen-Pokémon immer noch viel weniger als das Wasser-Pokémon, aber ja, ich will es einfach mal mit Bautz ausprobieren. Wir machen alles anders in Pokémon Ultramond, es wird sich alles ändern, es wird alles neu, alles wieder frisch aufgelegt, es wird keine Wetzlock-Regeln geben, es gibt ein neues Starter-Pokémon, es gibt
vollkommen neue Sachen. Ich werde mir auch andere Pokémon sammeln. Ein Mozi wird natürlich wieder mit dabei sein. Das ist ja meine Lea, mein Kanalmaskottchen. Das freue ich mich wieder zu fangen. Es wird bestimmt auch andere Team-Pokémon für Team Zwergenfürst geben. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Ihr freut euch auch genauso wie ich. Ja klar, man muss sagen, es ist halt immer noch nur Pokémon Mond und Sonne. Selbes Universum. Selbe Insel, selbe Sache. Da können jetzt einige sagen, ja, ist ein bisschen schade drum. Man hätte gern eine 8. Generation, aber komm, dafür ist es noch zu früh, Leute. Pokémon Sonne kam doch erst 2016 raus. Das war doch jetzt hier. So lange ist das doch nicht her. Da kann man doch nicht gleich die nächste Edition raushauen. Für die Switch soll irgendwie eine Pokémon-Edition rauskommen, habe ich gehört. Die 8. Generation. Gerüchteweise habe ich das gehört. Bestätigen kann ich es nicht. Ich bin nicht von Nintendo. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Jedenfalls soll ein Pokémon-Spiel rauskommen. Es gab ja dieses, wurde schon angekündigt, dieses, wie hieß das, Stadium oder sowas, was da rauskommen soll. Ja, ich kenne mich mit der Switch nicht so aus, weil ich habe keine. Ich will mir irgendwann mal eine kaufen, aber ich habe noch keine, deshalb habe ich mich da auch nicht sehr sonderlich informiert. Deshalb lasse ich es dort auch, um Sachen mich zu belesen, weil es mich noch nichts angeht. Ja, so ist es. Leider. Rotom besiegt. Darum war es endlich. Der nächste Kampf bestanden. Wir machen an dieser Stelle Schluss hier. Den nächsten Kampf könnten wir auch noch wagen, aber der Part ist bestimmt schon lang genug. Du hast einen Gewinnpunkt. Als nächstes folgt dein 4. Kampf in Serie. Möchtest du weitermachen? Diesmal nicht, wir machen eine Pause. Möchtest du eine Pause einlegen? Ja, ich möchte eine Pause einlegen. Jahre deutlich nach oben sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst doch ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem anderen Fürst verpassen wollt. Den ersten Part von Pokémon Ultramond nicht verpassen wollt, der kommt demnächst. So ungefähr mal in 7 Tagen, würde ich sagen. Ich werde mich bemühen, das zu Release eh schon online zu bringen. Kann wahrscheinlich sein, dass das erst um 20 Uhr oder um 21 Uhr dann kommt. Ich muss dann auch noch aufnehmen, muss das Spiel dann auch noch kaufen, muss da dann in die Stadt rennen und dann so ein bisschen im Zentrum shoppen gehen. Das kann dann so sich ein bisschen hinziehen. Und welches Datum ist das? Wenn es ein Wochentag ist, dann ist dann wahrscheinlich, ja, ist glaube ich ein Donnerstag. Also Nintendo-Spiele kommen am Donnerstag. Dann bin ich eh auf Arbeit und ja, mal gucken. Muss dann noch nach der Arbeit shoppen gehen. 17 Uhr Schluss, 18 Uhr Spiel kaufen, so grob gerechnet, 19 Uhr dann zu Hause, also 21 Uhr, richtet euch auf 21 Uhr ein, dann am 17.11. 21 Uhr, also 22 Uhr, wenn ich es sehr schnell schaffe, aber nicht, also eigentlich 21 Uhr, nicht weit vorher. Ja, das war dann sozusagen der letzte Part von Pokémon Sonne Special. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja, habt noch einen angenehmen sonnigen Tag. Gehabt euch wohl und ja, haut drinne. Bis zum nächsten Part. Bis zum ersten Part von Pokémon Ultramond oder bis zum nächsten Video auf Zwergenfürst LP, das kommt. Bis dahin, ciao, ciao.